wieder voll im Bild drin. Vielen Dank. Schneid halt raus. Jetzt muss ich rausschneiden. Mädels, naja, okay. Hallo erstmal. Leute, heute machen wir ein Doppelvideo. Und zwar testen wir heute endlich das Grilleye Pro Plus und machen dazu einen Nackenbraten. Warum Nackenbraten? Haben wir schon so lange nicht mehr gehabt und die waren immer so lecker und es wird einfach mal wieder Zeit. Gut, also das schauen wir uns mal heute genauer an. Funktionsweise, Reichweite etc. pp. Und ja, den legen wir jetzt erst einmal, nee, nicht einlegen, den warten wir jetzt erst einmal und da drüben. So Freunde, das war wohl nichts mit ganz da drüben, weil ja, mein Schatz tut hier noch die Reste von dem ausgelösten Nackenbraten auskochen mit ein bisschen Grünzeug. Das gibt unser Süßchen dazu. Aber wir werden jetzt erst einmal unser Stückchen, was Nackenbraten werden soll, erst einmal einrappen. Was für einen Rapp nehme ich? Ja, einen, den man leider nicht mehr bekommt, weil der Held damit aufgehört hat. Aber der war einfach wirklich lecker. Naja, vielleicht kann man ja noch Restposten bekommen, keine Ahnung. Ansonsten nimmt ihr irgendeinen anderen Rapp, den ihr gerne möchtet. Da gibt es ja Hunderttausende mittlerweile. Oder ihr mischt euch ganz einfach selber was. Einmal richtig schön dick einwappen und dann tun wir das Ding auch schon in die Folie einschlagen und einpacken und so darf das gute Stück noch für ja knappe 2-3 Stunden ausruhen. Dabei können die Aromen noch ein bisschen ins Fleisch einziehen, bevor wir das ganze Ding dann auf den Grill packen. Ja Leute, wir werden uns dann nachher in der Zwischenzeit noch ein bisschen das Grillei näher angucken. Ja, und so die Zeit ein bisschen überbrücken. Also ich denke, der Brocken wird für zwei Personen gerade so ausreichen. Ab in die Kühlung und wir kümmern uns nachher noch um das Grillei. Schauen wir uns jetzt mal das Grillei Pro Plus von Anfang an. Das heißt, ich habe es gerade noch mal in die Schachtel gepackt. Und was brauchen wir auf alle Fälle dazu? Ein Smartphone, ein Handy. Ganz klar, da habe ich mir die Grillei App Pro oder die App fürs Grillei Pro runtergeladen. Das sind zwei Apps, einmal fürs alte Grillei und einmal fürs neue. Moment. Jo, die alte App fürs andere Grillei ist rot und die fürs neue ist weiß. Schalten wir hier gleich einmal ein. Neu verbinden, dann schreit er gleich einmal WLAN. Das ist schon mal dran oder an. Und wenn wir hier dann aufmachen, sind Kurzanleitungen dabei. Nach der habe ich jetzt vorher gehandhabt, mir die App runtergeladen. Ja, ganz einfach. Dann kommt das Grillei raus, dieses Ladekabel. Wird, kann man hier einfügen. Einführen. 8 Thermometeranschlüsse. Das ganze Teil ist hier drin drehbar. Und mit Magnet hinten. Also an einem schlechten Edelstahlgrill wird der Magnet halten. Und an einem guten, wo gut Edelstahl ist, wird er natürlich nicht halten. Also das Edelstahl hier hebt schon mal nicht. Gut, dann schalten wir es mal hier ein. Macht's piep. Also ich habe die Alarmfunktion im Grillei schon deaktiviert. Weil wenn das Gerät immer zum Piepsen anfängt, das geht mal auf den Senkel.
Dann haben wir hier jetzt auf dem ersten Fühler gleich einmal ein Schweinderl eingestellt. Hier kann man in die Einstellungen rein, Alarmmeldungen. Jetzt habe ich schon wieder falsch gedrückt. Also man muss immer hier oben zurückgehen. In der Einstellungen kann man Updates machen, überprüfen, Firmware-Version etc. pp. Sprache einstellen, WLAN-Einstellungen, also das ist jetzt komplett mit dem WLAN verbunden. Und so weiter und so fort. Und hier habe ich eben Alarm auf Grillei stummschalten, dann heult das Ding nicht alleine los. Auch eben, wenn man es am Laden ist, weil wird das Gerät zum Laden angesteckt, schaltet sich das automatisch ein, ist dann kein Handy in der Nähe, ihr wird es dann zum Piepsen anfangen, ja, und das wollen wir ja nicht. Gut, na, und so weiter und so fort. Wenn man hier, wenn ich hier jetzt wieder zurückgehe, komme ich ganz raus. Wenn ich hier jetzt noch einen zweiten Fühler einstecke, das zeigen wir euch natürlich auch noch. Ach, gehen wir gleich mal auf die 8 runter. Ist es hier sofort da? Und dann könnte man hier jetzt zum Beispiel auswählen, was wir wollen. Und ja, das werde ich mir nachher eben dann noch aussuchen. Smoke. Ah ja. Da suchen wir uns hier jetzt die... Och nee, ich will jetzt keinen Alarm. Ja, ein bisschen rumspielen muss man natürlich mit dem ganzen Teil. So Freunde, jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es hier auch eingestellt, 110 bis 140 Grad. Und zwar bin ich da hier drauf. Nein, ich will jetzt hier keine Farbe aus. Ich werde wahnsinnig, ich komme echt jetzt veräppelt vor. Ich komme jetzt echt veräppelt vor, Leute. Jetzt 110 bis 140 Grad. Das hier entfernen. Bin jetzt total blöd. Neu erstellen. Bereich. Und dann kann man Minimum und Maximum auswählen. Und ja. So, jetzt hat das hier wieder nicht mehr. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Gehe nochmal hier drauf. Auswählen. Und plopp hat er hier die 110 bis 140 Grad. Ich schalte jetzt aber das ganze Teil aus, weil wir ja jetzt nicht die 140 Grad, Mann, jetzt bin ich total durcheinander, die Temperaturen eben haben und wird es eben erst später brauchen, aber das seht ihr dann nachher draußen. Ja, ganz genau. Und dann machen wir auch einen Reichweitentest, ob das wirklich über das gesamte WLAN-Netz geht, von einem Repeater zum anderen. Das sehen wir nachher. Und dann war noch in einem anderen Video die Frage, wie lang die Kabel hier sind. Die sind hier von Knobbel zum Stecker 1,5 Meter, 1,10 Meter in etwa. Jo, gut. Leute, wir sehen uns nachher dann draußen am Grill. So Freunde, wir gehen jetzt mal raus, weil ich bin am Grill anfeuern und da möchte ich euch was dazu zeigen. Aber bevor wir rausgehen, gucken wir hier nochmal in den Topf rein, wo mein Schatz die Soße hier macht oder vorbereitet oder was auch immer, weil da sehen wir ja eh immer viel zu wenig davon. Tada, ui, oh Schatz, willst du uns dazu irgendwas sagen? Das ist der ausgelöste Knochen von dem Hals. Ja. Den du mir freundlicherweise in 3 Teile geteilt hast. Und dann die restlichen Fleischabschnitte, Zwiebel, Wurzelwerk und einfach mit Salz, Pfeffer, Paprika gewürzt. Also das ist jetzt reine Soße, da ist jetzt kein Wasser dabei, nichts. Und nachdem ich das ja in meinen Eintöpfen mit Navigini mache, machen wir dabei wieder zu, es wird schwer.
brauche ich keinen Backofen dazu. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, Leute. Aber jetzt gehen wir raus. So, Freunde, und zwar geht es um diese geilen Liebfeuerkohlen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es einmal wieder geschafft, das Ding aufzuschneiden und dass man das von einer Seite dann so aufziehen kann. Keine Ahnung, ich habe auf alle Fälle hier vom kurzen Stück angefangen gehabt und ja, es hat mal wieder funktioniert. Und Leute, schaut in diese Tüte rein. Na, ich hoffe, man kann es sehen. Naja, man sieht es auch gleich beim Reinkippen oder rausnehmen. Es sind wahnsinnig große Kohlenstücke drin. Ja, werde ich mal gucken, dass ich mir noch mehr davon organisiere. Aber jetzt kippen wir es rein und feuern wir den Grill an. Ja, Freunde, ich habe zwar so schon relativ schwarze Hände, aber das ist leider so ein widerlicher Dreck, der nicht aus der Poren rausgeht. Ist so schnell. Darum habe ich mir hier jetzt noch schnell einen Handschuh angezogen. Und dann holen wir hier erst einmal die ganz großen Brocken raus. Ja, da kommen die kleineren Gott sei Dank auch mit. Aber im Großen und Ganzen sind da lauter so Megabrocken drin. Also Hut ab. Es war auch in der letzten Packung so. Und auch da habe ich ja gesagt gehabt, ich werde auch im nächsten Video, wenn ich die verwende, das natürlich auch zeigen wieder. Ja, die anderen Kohlensäcke, was ich so habe, die werde ich halt dann für die Feuerplatte oder so einen Käse verwenden. Ganz einfach. Na, ich glaube, die Kohlen reichen schon, was da drin sind. Die kriegen wir da noch mit rein. Ja, und dann einfach mit dem Luftleiter anfeuern. Warum nehme ich den Luftleiter? Ja, ganz einfach, ich will einfach absolut keinen Beigeschmack, Nebengeschmack von irgendwelchen Anzündern haben. Ist mir einmal passiert und nie wieder. Die verkokste Seite hier jetzt von dem Hitzestein tue ich nach unten. Dann brennt die nämlich gleich wieder sauber. Und beim nächsten Mal kann man es wieder genau andersrum machen. Grillroste werden jetzt natürlich auch mit ausgebrannt, abgebrannt wieder. Wasserschale werde ich heute wahrscheinlich keine unten reintun. Und da ist es jetzt so doof, das Ding hier zu nehmen. Jetzt auch. Und so lassen wir den Joschi jetzt aufheizen. Ich weiß gar nicht mehr, auf was ich das Grillei eingestellt hatte, aber ich denke mal, dass wir da noch ein bisschen hochgehen, weil einfacher Schweinebraten, der kann auch mal ein bisschen Hitze abhaben. Wir wollen ja ein bisschen knusprig haben und aufheizen. Und wenn das Ding dann soweit aufgeheizt hat, ja Leute, dann sehen wir uns wieder. Beziehungsweise werde ich jetzt dann gleich einmal das Grillei rausholen und anschließen. Und dazu sehen wir uns natürlich nochmal. So, Freunde, das dauert natürlich jetzt, bis der Mono seine Temperatur hat. Wir starten jetzt gleich einmal unsere Grillei-App. So, ich springe jetzt einfach hier so vor der Cam rum. Starten das Grillei. Ich bin natürlich ja so drauf, dass ich jetzt ganz einfach vom alten Grillei die Thermometer verwende. Genau. Und das will ich jetzt gleich einmal ändern. Ach mein Gott.
Voreinstellung verwenden. Nein. Ich will die Einstellung Edit. Edit. Jetzt habe ich es kapiert. Gut, dann gehen wir hier jetzt einmal rein. Jetzt haben wir bloß 7 Grad gehabt. Dann lassen wir hier jetzt ganz einfach mal die 7 Grad Maximaltemperatur. Gebe ich jetzt mal 160 Grad ein. Sichern. Okay. 7 bis 160 Grad. Warum heult der jetzt so? So. So. Dann. Ja, das ist halt das Kabel gedämpft. Das ist ganz normal. Und ich bin ja echt gespannt, ob ich wirklich nachher überall meinen Empfang habe. So, das stecken wir einfach hier mit rein. Das stecken wir hinten rein. Das tun wir es hier rein. Hier in den Bereich, dann kann man hier den Braten schön drauf tun. Und juckshalber stecke ich das erste Thermometer auch gleich an. Also ich habe jetzt beschlossen, dass ich Temperaturfühler Nummer 8 eben immer für die Garraumtemperatur nehme. Lassen wir jetzt einfach hier stehen. Na, steigt schon. Und ich werde jetzt dann gucken, wir sind ja hier jetzt auf dem Repeater. Hinten habe ich noch einen Repeater, ob das hier überall funktioniert, über das gesamte WLAN-Netz. Gut, Leute, wir sehen uns dann, wenn der Grill seine Temperatur von, ich sage mal, 130, 140 Grad erreicht hat. Dann schmeißen wir unser Schweinchen drauf. So, Freunde, wir gehen jetzt einmal gerade durch die Dunkelkammer sozusagen. Nee, ganz nach hinten, wo ich gerade das Auto von meiner großen Tochter und ihrer Mom mache. Weshalb ich ja auch etwas... schmuddelige Finger habe. Aber um das Auto da hinten geht es jetzt gar nicht. Es geht einfach, da hinten habe ich ja auch durch den Router draußen WLAN. Jetzt mache ich hier erst einmal ein Licht an, dass man mich überhaupt sieht. Ja, besser. Ja, da steht da mein alter Passerati. Wer aufgepasst hat, ja, ich habe 2 Passeratis gehabt. Einen hat der Junior und den anderen eben meine große Tochter. So, ich lege jetzt hier mal die Cam ab und dann gucken wir mal, ob sich hier mit dem Grillei noch was tut. Wir sind jetzt bei 92 Grad und wenn sich das jetzt verändert, haben wir natürlich hier hinten übers WLAN-Netz einwandfrei auch Empfang. Wir sind hier jetzt WLAN. Aha, jetzt hat er sich kurz neu verbunden. Okay, Moment. Das war jetzt, wo er sich aus dem WLAN-Netz vom einen Router in den anderen eingeloggt hat. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Der XT ist der hinterste Router. Also auf dem bin ich jetzt. Und jetzt schauen wir nochmal, ob sich das hier 96. Also funktioniert im kompletten WLAN-Netz. Und wenn man halt von einem Router auf den anderen kommt, dann tut das Ding halt kurz piepsen.
Aber Gott sei Dank bloß Handy, weil ich habe ja das Gerät selber, den Alarm, deaktiviert. Ja, und sprich, ich könnte jetzt von hier aus der Werkstatt ganz gemütlich das Teil steuern. Geiles Gerät. Genau das habe ich mir immer gewünscht. Also, ich bin zufrieden mit dem neuen Grillei. Software scheint auch gut zu funktionieren. Klar, es gibt immer irgendwelche Sachen, die irgendeinem nicht gefallen, die verbesserungswürdig wären. Wo gibt es das nicht? Im Kfz-Bereich, im Autobereich, das Auto hat zu wenig Leistung, das Auto hat keine gute Straßenlage. Im Kosmetikbereich, ja, das könnte ein bisschen anders riechen, das könnte ein bisschen anders aussehen und. Gerade egal, überall kann man was verbessern. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt wieder vor, warte, bis die Grilltemperatur erreicht ist. Ja, da muss ich eh noch unten zuschieben, den Grill soweit einregeln, dass er die Temperatur hält. Ich mache heute ohne Gebläseteil. Ihr wisst, was ich meine. Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, platsch daneben, oder wie war das? Ja, egal. Ich mache das heute auf komplett herkömmliche Art. Und wenn es soweit ist, zum Fleisch draufhauen, sehen wir uns wieder. Gut, gehen wir vor. Lol, Leute, also zum einen, für was so Gemüseschalen, ja, bevor man sie komplett entsorgt, nicht noch zu gebrauchen sind. Und Schatz, was hast du gerade gesagt? Ich hab gedacht, du machst das auf der Kugel. Nein, ich mach's halt auf Monolith, weil der Monolith bei Weitem nicht so windempfindlich ist wie die Kugel. Deswegen nehmen wir heute Mono. Gut, wir sind bei 144 Grad angelangt am Grillei. Wenn ich jetzt den Deckel aufmache, könnte es unter Umständen gleich zum Piepsen anfangen. Wenn die Temperatur ein bisschen absackt. Aber das ist ja jetzt auch kein Problem. Jetzt packen wir hier mal das Ding aus. Oh Mann, wer das immer so fest einpackt. Jo, den, wenn ich erwisch. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon gesagt habe, die Temperaturfühler von meinem älteren Grill eingenommen. Da muss ich jetzt die neuen nicht gleich einsauen. Das ist halt der Vorteil, wenn man mehr hat. Ja, und dann schmeißen wir das Teil einfach drauf. Kurz Deckel auf. Drauf gewuchtet. So lange wird der nicht brauchen. Das ist nicht so ein Riesenmonster. Deckel zu und soweit grillen. Ja, wie ich es gesagt habe, ist unter die Temperatur gesunken. Mach mal einen Alarm wieder aus und gut ist. Das Ding kann man wegschmeißen. Ja. Und dann grillen wir, wie gesagt, bis es fertig ist. Ich schaue mal, dass ich so um die 140, 150 Grad Temperatur jetzt in dem Monolith halten kann. So, Freunde, das Ding hat sich auf 160 Grad eingepegelt, 161 Grad. Und was wir jetzt noch machen, wir tun ein bisschen mit Honig glasieren. Fleischtemperatur ist bei 63 Grad. Jetzt wird er gleich wieder zum Piepsen anfangen, weil wir den Grill offen haben. Und die Temperatur natürlich absinkt. Aber dann schalten wir einfach wieder ab. Na komm schon. Genau das habe ich gemeint. Wem das auf den Keks geht, der kann natürlich diese Alarmfunktion komplett deaktivieren. Mein Gott, das gehört halt dazu. So. Einmal einglasiert mit Honig. Und dann warten wir, bis unsere 74 Grad erreicht sind. Und dann können wir auch schon essen. Tja, Leute, wir wären soweit fertig. Das heißt, ich schalte das Teil jetzt ganz einfach aus.
mache hier meine Apps alle aus. Und jetzt warten wir sowieso noch 2-3 Minuten und dann nehmen wir das herunter. Grilleier habe ich alles schon weg. Oh, jawohl, der sieht gut aus. Oh. Also, das würde ich mal als Leckerbissen bezeichnen. Und den schauen wir jetzt an, wie ihn mein Schatz drinnen anschneidet. So, rechtzeitig eingeschaltet. Wie schneidest du den jetzt auf? So. Ja, eigentlich ist das ja... der sieht gut aus. Halt, lass mich die Seite filmen, lass mich die Seite filmen. Oh ja. Oh, und riechen tut es mal richtig gut. Schatz, schneid noch mal eine Probiererle ab. Oh ja, dankeschön. Hä? Bin ich hier jetzt unscharf oder was? Oder sehe ich bloß nichts mehr? Komisch. Die Linse ist sauber. Ist es unscharf auf dem Bild hier? Schau mal her. Du, guck mal. Das ist doch unscharf, oder? Nee. Nicht? Nee. Vielleicht ist auch die Linse bloß angelaufen, weil es da drin so warm ist. Nö. Egal, ob jetzt unscharf oder nicht, ich probiere jetzt. Wow, richtig lecker. Als nächstes zeige ich euch noch mein Tellerchen. Ja, und dann Essen und danach noch Fazit. Gesamtfazit. Okay, Leute, jetzt aber zum Teller. Tada! Lecker Knödel dazu. Blaukraut und die feine selber gemachte Soße. Und das, Leute, werde ich mir jetzt erst einmal ordentlich schmecken lassen. So, meine Lieben, dann kommen wir noch zu unserem Gesamtfazit. Ach ja, ich war übrigens, wo das Fleisch auf dem Grill gelegen ist, noch ganz gemütlich in der Badewanne gelegen, aber das interessiert hier nicht. Oh Schatz, was schaust du mich jetzt so böse an? Das sauber rausschneiden. Nein, das werde ich nicht rausschneiden. Weil die Leute immer sagen, ich sei so ungepflegt, was gar nicht wahr ist. Weil, wie wollen die das urteilen aus dem Video raus? Pfeifen halt. Ja, Gesamtfazit vom Essen. Es war, oder, nee, fangen wir anders an. Das Fleisch ist sehr lecker. Wirklich richtig gut. Leider... diese Gewürzreihe gibt es nicht mehr. Nehmt einfach ein Gewürz eurer Wahl. An dem Fleisch war ein richtig schöner Rauchgeschmack dran. Echt richtig geil. Aber ihr wisst ja, zwischen Holzkohle und Gasgrill ist kein Geschmacksunterschied. Ja. Knödelchen, was mein Schatz dazu gemacht hat, auch hervorragend. Genauso wie das Blaukraut. Und die Soße, was er uns hier heute gezaubert hat, ein Träumchen. Ja, Schatz, wie hat dir das Fleisch geschmeckt? War sehr gut. Sehr gut. Ist dir auch dieser Rauchgeschmack aufgefallen? Ja, man hat es ja auch gesehen, dass das Fleisch einen Rauchbrand hatte. Richtig, und das bringt es mal auf den Gasgrill hin. Gut, dann, also Essen alles perfekt, kommen wir noch zu unserem Fazit vom Grillei Pro Plus. Dazu hole ich erst einmal aus zum alten Grillei. Das Ding war ja schon gut.
hat aber nur eben diese Bluetooth-Funktion gehabt. Reichweite aus, Piep, Ende. Aber sehr gut. Und wer dieses Grillei schon gemocht hatte, eigentlich müsste man es doch einschalten können. Ja, wer das schon gemocht hatte, ja, der wird dieses Grillei lieben. Definitiv. Ich habe es ja ausprobiert gehabt, komplett im kompletten WLAN-Netzverbund hier, mit zwei Repeatern, einwandfrei. Gut, der Übergang von Repeater zu Repeater, wo das Handy dann etwas länger gebraucht hat, um sich wieder einzulocken, da hat es dann kurz piep-piep gemacht, aber damit kann ich leben. Ich finde das Teil richtig klasse. Schatz, möchtest du auch noch was dazu sagen, weil du mich so anschaust? Nein? Sicher? Ganz sicher? Ich möchte nichts dazu sagen. Okay, möchte nichts dazu sagen. Aber geguckt hat sie schon draußen. Mhm. Okay, Leute. Ihr wisst ja, rein theoretisch läuft ja die Aktion noch bis Weihnachten. Eins habe ich verlost, die zweite Verlosung läuft schon. Ich weiß nicht, ob die dritte Verlosungsaktion schon läuft. Insgesamt habe ich 5 Stück zum Verlosen, gell? 5 Stück zum Verlosen. Eins ist schon weg, ist schon unterwegs und so weiter und so fort. Schaut's auf meinem Kanal, dann werdet ihr das schon rechtzeitig mitkriegen. Okay, Leute, das war's jetzt aber. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Seht ihr, wie das dampft? Noch ein bisschen Grünkohl mit drauf. Und soll ich jetzt wirklich den Anaconda-Modus anschmeißen? Ach komm, ich probiere es jetzt einfach.